Willkommen bei den Finanznews. Wenn der Staat auf Pump lebt. Ein Beitrag von Jim Rickards. Er ist amerikanischer Rechtsanwalt, Wirtschaftswissenschaftler, Investmentbanker und Buchautor. Erstmal das Geld ausgeben und dann den Rest regeln. Einfach ausgeben, was immer nötig ist. Die moderne Geldtheorie suggeriert uns, mach dir keine Sorgen, denn alles ist in Dollar und wir drucken Dollar. Also können wir nie pleite gehen. Das ist moderne Geldtheorie. Einer der Kernsätze dieser selbsternannten Finanzexperten heutzutage ist, die Fed kontrolliert das Angebot und die Zinssätze. Das Finanzministerium leiht sich Geld und gibt es aus. Aber beide sind eine Einheit. Im Grunde genommen nehmen sie die Bilanz des Finanzministeriums und die Bilanz der Fed, fusionieren sie und sagen, dass dies unter keinen Umständen die Kreditaufnahmekapazität beeinflussen oder Limitierungen bei den Zinssätzen verursachen darf. Von der Idee, dass man nur ausgeben kann, was man hat, wollen sie nichts mehr wissen. Oder wie wäre es, wenn man Steuern zahlen muss auf das Geld, was man sich leiht? Nein, um Gottes Willen! Laut moderner Geldtheorie muss man den Bock umdrehen, muss zuerst ausgeben und dann den Rest regeln. Anstatt über die Kreditaufnahmelimits und die Besteuerung als ein Instrument für Ausgabenbeschränkung nachzudenken. Geben Sie aus, so viel Sie wollen. Geben Sie es für alle sozialen Bedürfnisse aus. Und diese Liste ist lang. Bildung, Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuung, Infrastruktur und so weiter. Geben Sie das Geld einfach aus. Und wenn der Anleihemarkt dann schön unübersichtlich geworden ist, verkauft die Zentralbank einfach neue Staatsanleihen, druckt damit Geld und packt es als Schulden in die Bilanz. Wo ist das Problem? Als ich das erste Mal darauf gestoßen bin, musste ich erst mal Luft holen. Wo ist das Problem? Es gibt keine rechtliche Beschränkung für die Größe der Bilanz der Fed. Es gibt keine Schuldenobergrenze. Es gibt keine Beschränkung für die Kreditaufnahmekapazität des Finanzministeriums. Wir haben aktuell ein Haushaltsdefizit von 1 Billion Dollar pro Jahr. Der Kongress hatte im März, April und Mai 2020 mit dem CARES Act und einigen anderen Gesetzen 3 Billionen Dollar draufgelegt, sodass wir bei 4 Billionen für das Jahr 2020 landeten. Jetzt sind wir im Haushaltsjahr 2021. Wir hatten zu Beginn des Jahres eine weitere Billion draufgepackt, etwa 900 Milliarden. Die wurden in den letzten Tagen der Trump-Administration verabschiedet. Aber jetzt kam Biden und legte nochmal 2 Billionen drauf. Also reden wir bereits über 6 Billionen Dollar zusätzlich zu den üblichen 2 Billionen Dollar Haushaltsdefizit. 8 Billionen Dollar neue Schulden in einer 22 Billionen Dollar Wirtschaft. Unsere Schulden im Verhältnis zum BIP sind bei 130, werden bald 135% erreichen. Wer spielt noch in dieser Liga? Das sind Libanon, Griechenland, Italien und natürlich Dauergast Japan. Das ist die Liga, in der wir jetzt spielen. Willkommen im Club. Die moderne Geldtheorie suggeriert also, sich keine Sorgen machen zu müssen. Irgendwie scheint das zu stimmen, oder etwa nicht? Nein, das stimmt nicht. Es bedeutet nur, dass die Leute die Dollars haben wollen und ausgeben. Es bedeutet nicht, dass es so funktioniert. Fazit: Es gibt keine rechtlichen Limits bei diesem Ponzi-Scheme. Das ist wahr. Es gibt keine buchhalterischen Grenzen. Das ist auch wahr. Aber es gibt eine Vertrauensgrenze. Sie ist unsichtbar. Man weiß nicht, wenn man diese Grenze überschritten hat. Man merkt es erst, wenn das Vertrauen in den Dollar verloren gegangen ist. Erst in diesem Moment, wo es zu spät ist, bemerkten die Verantwortlichen, dass sie zu hoch gepokert hatten. Aber dann bricht bereits alles zusammen. Die Leute vergessen, dass die Vereinigten Staaten schon einmal vor so einem Vertrauensverlust standen. 1977 musste unsere Regierung Schweizer Franken nutzen für ihre Anleihen. Die hießen Carter Bonds, aber sie liefen über Schweizer Banken. Die Leute sagten, wir kaufen euch eure Kredite ab, wir akzeptieren aber den Dollar nicht mehr. Nachträglich vielen Dank an Richard Nixon. Der hat uns in diesen Schlamassel reingeritten. Anyway,
Die USA musste Schweizer Franken hernehmen. So schlimm war es in den späten 1970ern. Ich denke, es ist wichtig, dass Investoren und Vermögensverwalter verstehen, dass die moderne Geldtheorie eigentlich keine Neuheit ist. Es ist auch keine Randerscheinung, sondern das wichtigste wirtschaftspolitische Standbein der beiden Regierungen. Stephanie Colton arbeitet hinter den Kulissen. Janet Yellen präsentiert. Wer wäre auch besser geeignet? Yellen kann das Finanzministerium mit der Fed verschmelzen. Paul wird tun, was ihm gesagt wird. Janet Yellen ist nicht nur eine liberale Arbeitsökonomin, sondern sie ist eine fanatische Statistikerin. Mehr Daten, mehr Daten, mehr Daten. Sie glaubt zu wissen, was zu tun ist, wenn sie eine Menge Daten eingesehen hat. Sie ist nicht ohne Grund im Finanzministerium. Sie war Chefvolkswirt bei den Demokraten und beim Haushaltsausschuss des Senats, als Bernie Sanders der Vorsitzende war. Und jetzt, wo Biden im Amt ist, haben die Demokraten natürlich Janet Yellen als Finanzminister eingesetzt. Wenn sie wollen, dass das Finanzministerium und die Fed zusammengelegt werden, dann gibt es keinen besseren Weg, als den ehemaligen Leiter der Fed zum Finanzminister zu machen. Das ist nicht nur falsch, sondern auch beängstigend. Wenn Sie verstehen wollen, wie es um den Dollar bestellt ist, schauen Sie sich einfach den Goldpreis an. Gold ist eine sehr interessante Form von Geld. Es ist keine Fremdwährung, sondern die einzige Form von Geld, die nicht von einer Zentralbank kontrolliert wird. Alle Fiat-Währungen weltweit sitzen im selben Boot. Gold sitzt derweil in einem anderen Boot. Was macht der Dollar im Moment? Im Moment wird er stärker. Warum? Weil der Goldpreis sinkt. Ich erwarte, dass sich das bis zum Jahresende umkehrt und der Dollar schwächer wird, Gold hingegen steigt. Gold ist ein bisschen so wie ein Fieberthermometer. Das stecken Sie dem Dollar ins Maul. Dann wissen Sie, wie es dem Dollar gerade geht. Natürlich schneidet Gold bei hoher Inflation gut ab. Jeder weiß, dass Gold bei Inflation extrem gut abschneidet. Die längste Periode anhaltender Inflation in der Geschichte der USA war während der Großen Depression. Gold stieg damals im Wert um 75%. Ich erkläre das in Kapitel 6 in meinem neuen Buch. Lesen Sie das Buch mal. Wenn Sie es bis zum Schluss schaffen, werden Sie sehen, warum Gold der einzige Weg aus der neuen Großen Depression sein wird. Wenn Sie es sich leisten können, dann probieren Sie mal das Handeln mit Fiat-Währungen. Die sind ja eh alle nichts wert. Währungen verhalten sich nicht wie Aktien. Sie gehen nicht von heute auf morgen unter. Sie gehen nicht auf Null. Sie fliegen nicht zum Mond wie Tesla-Aktien. Seit Einführung des Euro vor ca. 22 Jahren notierten wir ihn bei 80 US-Cent als Tiefststand und bei 1 US-Dollar 60 als Höchststand. Das waren bisher die beiden Extrempunkte. Ein Großteil der Umtauschkursschwankungen bewegt sich zwischen einem Dollar 40 und einem Dollar 5. Es geht also immer wieder nach oben und dann nach unten, Jahr für Jahr. Suchen Sie sich einfach mal Ihre Pivotpunkte aus und dann handeln Sie ein bisschen mit zwei Währungen. Da bleiben Sie fit. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer 1, sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt, extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen, wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht?
Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.